Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar aus, ihr könnt es wahrscheinlich gar nicht erkennen, aus Sölden. Ja, wir sind hier im Hotel Becklerwirt und ja, das Zimmer sieht schon dementsprechend chaotisch aus, deswegen habe ich diesmal, als es noch aufgeräumt war, gestern nach der Ankunft kurz abends noch ein paar Aufnahmen gemacht und ja, die blende ich euch einmal kurz ein, dass ihr einmal so einen kleinen Überblick habt vom Zimmer. Also ich muss sagen, ich bin mega happy mit dem Hotel, super schön, alle Leute übertrieben freundlich und wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen und sputen, denn wie ihr seht, ist gerade das Wetter ziemlich gut, aber es ist komplett das Gegenteil eigentlich angesagt. Also es soll später gewittern und so weiter und wir sind ja das allererste Mal in Sölden. Ich bin mega gespannt, was uns hier erwartet. Wir werden jetzt unsere Sachen zusammenpacken und dann ja, kaufen wir uns 2 Tage Lift-Ticket, weil länger sind wir leider nicht hier. Wir mussten nach Bayern ein Auto wegbringen von der Michi und ja, dann dachten wir, komm, wir fahren einfach weiter nach Österreich und verbringen hier noch ein Wochenende. Deswegen jetzt Vollgas, fertig machen, Sachen packen, ab geht's. So Leute, wir sind, ach, mir gehen schon die Ohren zu, in der Bergbahn, erste Auffahrt. Und ihr habt gesehen, ich habe das Talk mit. Comeback des Talks, diesen Mini-Urlaub. Weil ich dachte, hier in Sölden ist irgendwie ein Downhill-Quatsch, dachte ich so. Aber ich habe gar keine Ahnung. Aber hier fahren einfach super wenig Leute mit Downhill-Bike. Deswegen dachte ich, ich nehme das Talk mit. Der Lift, ja, so Gondellift, ne? Was, Geißloch? Geißloch? Geißloch-Vogelbahn? Haben jetzt richtig viel Kohle bezahlt für 2 Tickets, ey. Ohne Summer Card, ist echt teuer. Nächstes Jahr brauchen wir auf jeden Fall eine Gravity Card, wenn, ja, Gravity Card wäre ein Top-Sponsor mal, ne? Fände ich schon super. Ja, ich bin mega gespannt, was jetzt hier auf uns wartet. Wir werden uns jetzt gleich erstmal oben ganz entspannt orientieren, gucken, wo es so lang geht und so weiter und so fort. Was man jetzt hier so vom Lift sieht, ist alles sehr entspannt und flowig, würde ich sagen. Und es ist Gewitter und so weiter erwartet, deswegen müssen wir jetzt mal gucken, wie lange wir überhaupt fahren können. Also ich fahre auch im Regen, aber Gewitter ist ja so eine Sache, ne? Du bist noch nicht bereit. Ich bin auch müde, weil wir haben verschlafen, weil der da ja den Wecker nicht gestellt hat. Ich habe einen Wecker gestellt. Ich habe einen Wecker gestellt und dann bin ich wach gewesen, bin so auf Toilette gegangen und die kleine Michi, die war noch so müde, dann dachte ich so, komm, mach's eine halbe Stunde später. Und dann habe ich so im Halbschlaf auf den falschen Wecker gedrückt, um 6.25 Uhr. Eigentlich wollten wir um 7.30 Uhr aufstehen. Dann sind wir um 8.22 Uhr aufgestanden. Ja, egal. Wir fahren jetzt hoch. Dann schauen wir mal, was so abgeht. Einfach vorwärts schieben wäre einfacher gewesen. Ich glaube, einfach schieben wäre einfacher. Oh. Ist der Sattel tief. Halt mir da vorne an der Wiese kurz an. So Leute, der Plan ist jetzt, so eine blaue Line zu fahren. Ich denke, dass die hier hinten reingeht und dann rüber zu so einem 6er Sessellift. Den müsste man ja irgendwie auch schon von hier aus sehen können und dann halt hoch zur Ollweite. Weil da so ein cooler See ist, den will ich auf jeden Fall mal sehen. Und ja, jetzt muss ich auf die Michi warten. Michi ist wie immer noch mal auf Toilette und ja, gucken wir mal.
komisch mit dem Talk. Also um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, welcher Spot mir bisher hier landschaftlich in Österreich am besten gefällt. Ich meine, Saalbach ist auch irgendwie mega, mega schön, aber Sölden sieht nochmal komplett anders aus. Und ich finde, wenn ich nach Österreich fahre, dann spielt auf jeden Fall Berge, Landschaft, Umgebung und so weiter eine ziemlich, ziemlich große Rolle. Unser Hotel war auf jeden Fall schon mal top, deswegen nochmal danke an den Bäcklerwirt. Allerdings haben wir noch nicht so viel von den Bergen gesehen. Deswegen sind wir erstmal auf dem Weg zur Olweitelein. Das ist schon relativ weit oben und ich habe immer dieses Video gesehen, wo der Marc an diesem See da vorbeifährt und deswegen wollte ich da auch unbedingt vorbei, weil er meinte so, oh, Leute, ich habe fast Pipi in den Augen und das wollte ich mir anschauen. Hier ist Trail Ende. Jetzt können wir gucken. 607. Ja, wir kommen zurück zu unserem Hotel. Genau, wenn wir die Online fahren und fahren dann halt zum 6. Sessellift. Ich glaube, wenn man die Füße runter geht, runternimmt, geht's hoch, oder? Geht der automatisch hoch. Das kann nicht sein. Mach mal. Nein. Hier ist ein Netz. Ist noch nicht so weit. Jetzt ist aber so weit. Ja, man kann das jederzeit hoch machen. Das ist halt schon creepy, ne? Schon ein bisschen. So Leute, wir sind oben angekommen und fahren jetzt als nächstes gleich die Olweitelein. Haben uns jetzt hier so einen Aussichtspunkt gesucht. Schaut euch das mal an. Mega. Da hinten ist irgendwie Gletscher, glaube ich. Ist auch richtig viel Schnee dort. Und ja, wir machen uns jetzt gleich ready, genießen noch kurz die Aussicht. Mama! Und dann fahren wir runter. Schuss runter. Olweitelein. Alter, ist das schön hier. Also eine Sache steht schon mal fest. Landschaftlich ist Sölden hier auf jeden Fall auch ein Knaller. Und nachdem wir jetzt oben gewesen sind, habe ich mich noch mehr gefreut auf die Olweitelein. Denn da gab es ja auch dieses super, super endlos lange Steinfeld. Und auch wenn Sölden nicht so bekannt ist für die Sprünge und die Jumplines und so weiter, hat es doch ziemlich, ziemlich viel an Trails zu bieten. Und deswegen sind wir direkt mal losgestartet auf die Olweitelein und haben uns über das ein oder andere Steinfeld gerattert.
Also wenn ihr eine lange Abfahrt sucht, seid ihr auf jeden Fall auf der Allweiteline an der richtigen Adresse. Irgendwie dauert es wirklich ewig, denn das ganze Ding schlängelt sich, naja, einige Kilometer bis zur Mittelstation bzw. zu diesem 6er Sessellift wieder runter. Und das war auch unser Ziel, denn wir mussten ja irgendwie wieder zurück zum Hotel und deswegen auf diese blaue Line unten irgendwie wechseln. Aber das hat sich tatsächlich ziemlich, ziemlich gezogen. Welche Line hier? Sind komisch. Oh Gott. Eine Schaltung verzogen. Ist doch schön, oder? Ja. Unnormal schwer. Ich war viel zu langsam und dann habe ich an einer Stelle gebremst. Dann bist du, hast du verloren. Und dann bin ich direkt übers Rad gebremst. Nachdem wir dann den ersten Sturz auch auf dem Steinfeld hinter uns hatten, haben wir uns weiter auf den Weg nach unten gemacht und haben uns das ganz, ganz entspannt und gemütlich vorgenommen. Ich hatte auf dem Steinfeld das Ziel, darauf nicht treten zu müssen, und das war, glaube ich, nicht so eine gute Idee, um das erste Mal darüber zu fahren. Denn alle anderen, die ich gesehen habe, haben einfach ganz normal obendrauf angefangen zu strampeln und sind dann auch ganz entspannt darüber gekommen. Aber ich wollte irgendwie ein bisschen mehr und das war dumm, weil ich die Lines nicht kannte und so weiter und so fort. Aber naja, egal. Jetzt kommt hier die Stadt auf. Wir kommen hier an. Ach, so.
echt Singletrail-mäßig hier teilweise. Krasses Bikepark-Feeling. Alter. Schon teilweise sehr crazy hier. So, sind zurück unten am Hotel. Jetzt wollen wir eigentlich kurz was trinken, aber die Michi sagt, es fängt an zu donnern. Jetzt weiß ich nicht, ob wir nicht direkt lieber hochfahren sollen. Oben ist doch bestimmt auch was, wo man trinken kann, oder? So eine Alm? Ja, aber wir wollen so keine Alm. Nee, auf der Mittelstation ist keine Alm. Tatsächlich. Wir haben nur hier unten. Muss ich mal gucken, was der Wetterbericht sagt sonst. Ja, wir checken jetzt schnell den Wetterbericht. Vielleicht trinken wir dann schnell noch was, chillen kurz und dann nochmal zurück hoch. Sattel oben noch. Nach unserer kleinen Pause wollten wir unbedingt nochmal auf die blauen Lines hochfahren, um ganz gemütlich in den Abend zu rollen. Allerdings haben wir irgendwie wie so Superkräfte durch das Sölsch bekommen, was jetzt irgendwie blöd klingt, aber irgendwie hat sich einfach mega cool angefühlt und wir haben einfach eine richtig gute Stimmung gehabt auf den Bikes und sind dann richtig schön Richtung Tal geknallt. Am liebsten hätte ich mir an dem Tag schon die Tiere-Line vorgenommen. Allerdings haben wir die uns dann aufgehoben für Tag Nummer 2, wo wir auch Christian und Finn nochmal getroffen haben. Passt. Ist die Frage, ob du die Tiere-Line jetzt fahren willst oder morgen? Ohne Sölsch ist besser, meinst du? Okay, dann fahren wir die Online. Okay? Ja. Die Online. Okay, jetzt dann, let's go. Die Online.
Und dann den, machen wir den bartigen Börl, den machen wir jetzt. Okay, auf geht's. Ja, hier stinkt's. Ja. Weiter. Den bartigen Bottle Trail. Ich wäre aber auch voll in Stimmung für die Tiere jetzt, ne? Nee, da steht Ebenelein. Da steht Ebenelein. Guck, bei dir ist auch viel schneller Regeneration durch das Sölch. Merkst du auch, ne? Auf dieser Abfahrt ist mir nochmal bewusst geworden, wie cool es ist, wenn man die Lines schon ein bisschen kennt und dann halt wirklich richtig Spaß haben kann. Leider ist es in dem Urlaub ja oft so, dass man wenig Zeit hat und deswegen nur ein bis zweimal so eine Line fahren kann. Allerdings macht es einfach erst wirklich richtig Bock, wenn man alles in- und auswendig kennt. Also zumindest geht es mir so. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr lieber so Neuentdecker seid und immer was Neues braucht oder ob ihr auch mal Spaß daran habt, einfach immer die gleiche Line zu fahren, solange bis ihr sie wirklich in- und auswendig könnt. Also ich persönlich hab's auch manchmal ganz gerne, die Lines schön auswendig zu kennen.
Beine tun ein bisschen weh. Hier wieder Hinterrad versitzen. Getraut. Jetzt erstmal 3 Jahre Holz.
Das hier ist ja zum Dabbeln. Ist nichts Schlimmes drauf. Schnell hat der Michi die Bremsbeläge gewechselt. Wir checken jetzt nur kurz ab, ob das Auto von der Michi zu ist. Und dann ist heute Abend, bis hier beim Bäckler wird, jeden Freitag Barbecue. Und wir haben schon krass Hunger. Brauchen wir noch was im Auto? Nee, ne? Nein, ich glaube nicht. Ja, wir haben schon krass Hunger. Jetzt heißt es nur noch duschen, chillen. Wir haben perfekt abgepasst. Jetzt regnet's. Wie Sau, aber wir hatten richtig Prime Conditions. Prime. Okay, gehen jetzt mal hoch ins Zimmer und dann melde ich mich noch mal kurz bei euch. Rampenverkauf. Rampenverkauf? Was auch immer das heißt, Rampenverkauf. Ach, vom Sölsch wahrscheinlich. Ja, ja, klar, vom Sölsch. Event. Hast Nationalfeiertag. Schon, hast du eigentlich schon erzählt, wie krass man mit dem Sölsch abschreddet? Boah, Leute. Next Level. Wir haben uns einen Sölsch-Radler, ne? Also, wir wollten eigentlich ein alkoholfreies, gab's aber nicht. Dann haben wir einen Radler bekommen. Und dann sind wir danach auf die Trails mit dem Sölsch-Radler. Und es ging so ab. Ihr habt's gesehen. Ja, ich wünschte, ich wäre mit direkt nach dem Sölsch Radler schon nochmal richtig fahren gegangen. Hier Tierelein und so. Ach, wir haben übrigens einen Geheimtipp bekommen von einer Followerin. Ja, im Moment. Und zwar von der Christina. Sölsch mit Campari. Steht nicht auf der Karte, außer Simon hat das geändert seit dem Bike Opening. Das heißt Sölsch Pari. Mhm. Das sollen wir probieren. Ja, machen wir dann. Heute Abend? Ja. Okay, Christina, heute Sölsch Pari. Ja, was soll ich sagen? Der Tag war mega. Hat richtig Bock gemacht. Wir hatten richtig krass Glück mit dem Wetter. Guckt euch jetzt an. Ist mal verkackt hier. Ja, wir werden jetzt den Abend gemütlich ausklingen lassen. Ja. Ich denke, alle Leute auf Instagram werden eh gesehen haben, wie es noch so rundum beim Hotel aussieht. Und ja, gönnen uns gleich gemütlich das Barbecue. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Wir sehen uns morgen wieder auf den Trails. Mit der Hoffnung, dass das Wetter sich zu unseren Gunsten verbessert, so wie heute. Heute war ganzen Tag Gewitter angesagt und Regen. Und ihr habt es ja gesehen, wir hatten richtig Glück. Es war auch nicht so kalt oben am Berg. War alles gut. Ja, vielleicht kommen Finn und Chris auch noch. Richtig witzig, die sind zur gleichen Zeit wie wir hier. Beziehungsweise ich glaube, die sind in Serpaus. Aber egal.
Abonnieren, kommentieren, Daumen nach oben und bis zum nächsten Video.